meine Freunde, was geht und willkommen zurück zur nächsten Runde Metro Exodus. Wir sind ja im letzten Mal knapp dem Tod entkommen, würde ich sagen. Jetzt sind wir hier in irgendeiner Grube. Alles klar, er sieht mich nicht. Nein, er sieht mich nicht. Geh weg. Ich muss hier raus. Irgendwas, was ich gebrauchen kann? Oh, eh. Geil. Durch die ganzen Knochen durchkriechen. Habe ich immer schon mal geträumt. Ein Stinkefuß. Oh, zwei Medikits. Sehr schön. Da knallen wir uns direkt eins rein. Knarre, Mann. Irgendetwas. Oder ist der Zug? Ich höre ihn. Wartet auf mich. Ich beeile mich schon. Okay, hier rein. Aus Versehen die Maske abgesetzt. Richtig gut. Ich bin halt ein Überlebenskünstler. Hätte ich so ablassen können. Erstmal das Licht aus. Okay. Langsam anschleichen. Achtung, die Drehscheibe wird aktiviert. Die Drehscheibe wird aktiviert. Oh, nice. Da will ich hin. Jetzt hör zu. Wenn du hier rauskommst, werden wir so eine Scheiße nicht noch einmal dulden. Okay? Tiere. Juhu. Hier bin ich. Wie können sie nur? Was kann ich nur tun? Da. Ein Mutant? Ein Telepath? Ein Mensch? Ja. Ja, wie bist du? Oh, mein Gott. Wegen dir hat sie so geschrien. Lebendig. Du bist wegen ihr gekommen. Also gut. Ich werde dir helfen. Endlich bin ich mal nützlich. Okay, sie haben das Mädchen zum Verhör durch den Kommandeur in die Basis gebracht. Ich kann dich nicht zum Haupteingang bringen, da sind zu viele Wachen. Aber vielleicht klappt es von der Rückseite. Mit Sicherheit, Mann. Auf geht's, aber nicht zu hastig. Wenn die dich bemerken, sind wir beide erledigt. Warte. Okay. Du bleibst besser im Schatten.
Wir machen das so. Du machst heimlich das Licht aus, während ich sie ablenke. Mache heimlich das Licht aus? Weil das merken die bestimmt nicht, wenn ich das Licht ausmache. Schalte das Licht aus. Okay. Die haben das bestimmt nicht gemerkt, dass es dunkel wird. Anscheinend sind die Reparaturen am Generator noch nicht abgeschlossen, Feldwebel. Ducken und keine Geräusche machen. Okay. Danke für den Tipp. Die Leiter. Ja. Versuch dich dorthin zu schleichen. Okay. Ich gebe mein Bestes. Weiter bitte das Licht. Bist du das? Was stammelst du da? Komm her und hilf mir beim Reparieren. Jawohl, komme schon. Dann gibt's hier hinten noch was? Oh, hier komme ich gar nicht lang. Ein Schnürsenkel ist aufgegangen. Ich komme sofort. Ich bleib mal weiter geduckt. Leise erledigen. Oh, bestimmt. Irgendwie. Was murmelst du darum? Mein Gedächtnis. Ah, ja, Mark. Ja, gib ihm, Mann. Und das Licht ausmachen. Sie bemerken dich, wenn das Licht an ist. Ja, ich hab schon ausgemacht. Kein Problem. Auf geht's. Warte, warte einen Moment. Warte. Klasse. Und jetzt werfen. Klasse. Ich hoffe, die... Gut gemacht. Na klar, Junge. Im Werfen bin ich nass. Auf geht's. Komm. Durch, na los! Und nu? Dieses System versorgt. Viel Glück. Oh, ich hab ihn gar nicht ausreden lassen. Okay, ich drehe die Tür ein. Was ist hier los? Alarm! Alarm! Die Frau hat gesprochen. Idioten, es herrscht Krieg. Ein Tod reicht euch wohl nicht. Was sind das alles für Geräte? Das ist ein universeller Breitbandstörsender. Was? Deshalb kann Moskau niemanden empfangen. Und niemand uns empfangen. Wortabschaltung eingeleitet. Scheiße, das ist gar nicht gut. Hast du das gehört, Atjom? Na klar, bin ja nicht taub. Du hattest die ganze Zeit recht, verstehst du? Aber wie viel ist hier los? Das ist nicht nur Russland, da ist die ganze Welt. Oh mein Gott! Warum? Warum habt ihr Moskau vor der Welt versteckt und umgekehrt? Weil der Krieg noch nicht zu Ende ist und ihr verhaltet euch wie verdammte Kinder. Alarm! Der Feind hat... Oh. Die Wachen werden bald hier sein. Verdammt! Nicht schießen!
Ich gehöre zu ihm. Artyom? Zu euch. Naja, der ist okay. Gehört das dir? Haben die hier liegen gelassen? Ja, ich nehm's einfach. Danke. Wir müssen raus, bevor sie sich erholen. Ist immer gut. Bereit machen, Leute. Schwachen. Du musst dich über den Hof schleichen und dann durch die Tür, aus der die Wachen kommen. Hierher, schnell! Auf geht's! Unbefugte sind wer bist du? Andrei Ivanovich Jermak, der Zugführer. Lauft jetzt! Lauft zu diesem Hangar und zum Gottfried bringe ich euch hier raus! Die kennen mich, also kann warum ich ohne Probleme dort Andrei Ivanovich? Ich hatte eine... Ach, werde ich wohl später erzählen, hoffe ich. Ja, alles klar, raus hier. Artyom, ich sehe den Feind. Hilf mir ein wenig. Bei dem Schneegestöber sehe ich nicht viel. Vergiss deine Sichtbarkeitsanzeige nicht, Artyom. Wenn du dich nicht so schnell bewegst und aus dem Licht bleibst, bemerken sie dich kaum. Auch wenn du deine Taschenlampe einschaltest, können sie dich bemerken. Okay. Komme ich hier hoch? Na klasse, ich darf nicht da hoch. Das. Ich mach das mal an. Das ist nichts. Bitte drum. Ich versteck mich mal. Könnt ihr mal abhauen? Die einfach abknallen, ne? Ja, wo ist meine Perle? Juhu! Hallo! Muss ich da hinten jetzt rum? Versuch's mal. Huch! Haben Sie mich gesehen? Ich baller da gleich einfach drauf, wie so ein Halbirrer. So, wie komme ich jetzt am besten vorbei? Gute Frage. Ich werde es einfach versuchen, drauf loszuballern. Er hat mich gehört. Okay, den nehmen wir uns erstmal. Und den auch. Da läuft schon noch jemand rum. Oder hinten. Ich glaube, den erwische ich nicht. Das ist mir zu riskant. Wo ist er? Wir haben hier einen Toten.
Da ist er. Bam! Direkt ins Gesicht. Alles klar, gib mir Deckung. Oder kommt er? Ich habe ihn unter Beschuss. Umzingel dich. Na, umzingel mich. Geht hier gut ab gerade. Oh, du hast nix, hast du? Mach das Feuer aus. Oh, da ist noch einer. Achtung, die Kommandozentrale wird vom Feind angegriffen. Ich wechsle die Stellung, Artyom. Okay, mach das. Wir sind auf der Stelle zu erschießen. Zivilpersonal hat bis auf Weiteres an Ort und Stelle zu bleiben. Achtung, das Störsystem wird wieder hochgefahren. Okay, wir machen mal alles aus hier. Sehr gut. Oh, da ist er. Artyom, der Hangar ist gleich da vorne. Wir könnten es schaffen. Munition habe ich jetzt en masse. Gute Arbeit, das gefällt mir. Wir sind drin. Wir sind drin, Artyom. Du kannst die Maske abnehmen, Artyom. Jetzt müssen wir Yermak finden. Oh, warte mal. Nicht mit zwei Pisteln rumlaufen. Ja, ich gebe mein Bestes. Artyom, du musst die Leiter vor uns hinunterklettern. Sei aber vorsichtig. Bewacht irgendwer Yermak? Jawohl, Mika bewacht. Hinter dem Tor war was zu hören, sag ich dir. Da draußen ist ganz sicher niemand. Sind hier zwei? Oh, yo. Also können das nur wieder Paten sein. Was, wenn es die Angriffe... Ich glaube... Such mal ihn hier zu bekommen. Gruppe A, Lagebericht. Kann ich mich anschleichen? Gruppe B, Patrouille in Hof- und Generatorraum fortsetzen. Gruppe A, Windturbinenzone überprüfen. Die Kommunikation wurde dort unterbrochen. Verdammt, wie viele Wachen haben Sie denn? Tja, gute Frage. Geh einfach außen rum. Gruppe D, zum Generatorraum verlegen. Aha, sei da ganz vorsichtig. Zur Abwechslung brauchst du mal nicht den Helden geben. Lass uns warten, bis sie weggehen. Warum kannst du nicht mal stillstehen bleiben, Yermak? Wir haben höchste Alarmstufe und die Listen dürfen nicht herumlaufen. Dann machst du den Zug also an meiner Stelle bereit. Was ist denn heute los mit dir? Warum willst du das ausgerechnet jetzt machen? Die nächste Fahrt ist erst für morgen geplant. Vermutlich fällt sie jetzt sogar aus. Muss ich hier ran? Würde ich jetzt nicht komplett.
bitte dich mal nicht mit einer Kugel im Rücken rechnen zu müssen. Ich hoffe, wir bleiben hier ein Weilchen. Oh. Das hat er ja wohl gehört. Alles klar. Alles klar. Den haben wir. Was bin ich froh, euch hier zu sehen. Alles klar bei dir? Alles gut, danke. In Ordnung, wir haben nicht viel Zeit. Die sind bald zurück. Ja, dann aber weg hier. Ich gehe zur Lok. Sie müsste jetzt bereit sein. Geht da hoch und schaltet den Mechanismus für die Drehscheibe ein. Und seid bitte vorsichtig. Sonst ist ganz schnell die ganze Basis. Schneller! Was ist los? Noch mehr Waffen, schnapp sie dir! Headshot! Oh! Ich lasse sie erstmal rumballern. Wer schiebt denn da so von hinten? Alter! Sie macht das schon. Aber sie kniet sich aber richtig rein, ey. Los, Artyom, wir haben keine Zeit. Medikit! Oh. Wo denn? Nach da oben oder was? Okay, den ersten haben wir. Was ist das? Das war heftig. Alles klar? Na klar. Hey, die Plattform hat einen Handbetrieb. Es ist schwer, sie damit... Artyom? Aber es fehlt... Ja, gar nichts mehr. Wo? Ich sehe gar nichts, Mann. Oh. Ich bin gleich da. Komm her, Artyom. Lass uns das gemeinsam machen. Das Ding wollte ich eben schon drehen. Bin ich laufen? Ja, wollte ich gerade sagen. Geschafft! Kommt her, schnell! Sie wollen das Tor rammeln, ihr Hulmen! Was sollen wir tun? Setz die Masken auf! Die Dichtungen könnten beschädigt sein! Yeah, und mal wieder ein High Five. Blendgranate lässt grüßen. Wir haben den Zugführer mit zwei Komplizen festgenommen. Ende. Verstanden, Basis. Ende. Also gut, erschießen Sie die beiden. Und was den Zugführer betrifft... Was soll das heißen, erschießen Sie die beiden? Widersprechen Sie mir nicht, Soldat! Sie es nicht! Der Oberst wird Ihnen was husten. Herr Oberst, wir haben hier ein Problem. Papa, Leute, wir sind's, helft uns! Anna, was zum Teufel? Artyom, Leute, was macht ihr hier? Das kommt jetzt wieder. Herr Oberst, das bedeutet Kriegsgericht für Sie alle. Also gut, alle herhören, seid still. Ich fasse es nicht. Kein
ein bisschen Scheiße. Also ist es wahr? Du arbeitest für sie? Die Mischkerle haben auf uns geschossen, sie... Ach, egal. Ihr habt ja keine Ahnung, was ihr angerichtet habt. Wir haben keine Wahl mehr. Die Hansel kann das nicht tatenlos hinnehmen. Die Beobachter werden das nicht zulassen. Nein, ich bin nicht still. Wofür diese Störsender? Warum wird die Tatsache verschwiegen, dass nicht nur Moskau überlebt hat? Dort in dem Graben, da sind Menschen. Aus anderen Städten. Tod. Alle Mann die Klappe halten. Kinder. Das erkläre ich euch später. Alles. Opa. Wie sieht die Strecke aus? Die Strecke ist okay, zumindest bis zur 100-Kilometer-Markierung. Gibt's in der Nähe eine sichere Stelle zum Halten? Natürlich, wir müssen uns allerdings beeilen. Sie haben den Kampfzug gerufen. Also gut, meine Herren. Artyom und Anna haben gerade ein großes Chaos angerichtet. Sie können nicht mehr nach Moskau zurück. Das Kriegsrecht dort bedeutet die Todesstrafe. Jedenfalls muss ich sie aus der Stadt bringen, bis der Ärger verraucht ist. Aber ihr solltet alle bleiben. Hören Sie, Herr Major? Meine Leute haben nichts mit diesem Missverständnis am Störsender zu tun. Sie. Also ich werde für Sie kämpfen. Keine Frage. Natürlich. Artyom, Anna, Sie gehören zu uns. Lässt niemanden zurück. Wenn ich hier dann. Also gut, Spartaner. Werft die da über Bord und dann voll dann voraus. Mit, Artyom. Lass uns etwas frische Luft schnappen. Ich bin so froh, dass die Jungs uns unterstützt haben. Wie es scheint, hat mein Vater Ihnen aber auch nichts darüber gesagt. Wir haben 20 Jahre in der Metro verbracht und geglaubt, die Welt sei im Krieg komplett verbrannt. Aber Sie haben Moskau einfach nur mit diesen Störsendern umstellt und wir haben nichts bemerkt. Wie genial von Ihnen! Wie genial von Ihnen! Auf jeden Fall. Machen wir erstmal ein bisschen Zug hier. Während du an der Oberfläche verstrahlt wurdest, hat mein Vater einfach weitergelogen. Er hat dich belogen und mich. Er hat alle belogen. Okay, was passiert hier? Verdammt, wir haben uns eingeholt. Ich glaube, das ist der Kampfzug. Halten Sie die Lok sofort an und kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Das war nur eine Warnung. Wenn Sie nicht Folge leisten, werden Sie erschossen. Verdammt, das nenne ich meine Panzerung. Bist du jetzt zufrieden? Ist es das, was du dir erhofft hast? Warum sollte es seine Schuld sein? Du hast alles gewusst und ein Scheiß. Scheiße! Das war die letzte Warnung! Halten Sie sofort die Lok an! Oh Mist! Bist du in Ordnung? Ja. Nur ein Kratzer! Okay, wir halten an, aber ich muss davor warnen. Unsere Bremsen sind in keinem guten Zustand. Jörg, bremst ab! Sollen Sie glauben, wir würden aufgeben? Ja, hau die Bremse rein. Endlich etwas Vernunft! Jetzt bis zum Halt weiterbrennen! Granaten werden Ihren Lack kaum ankratzen, also... Wie wäre es mit einem Angriff von innen? Nicht genug Sprengstoff. Es sei denn, wir stecken alles, was wir haben, in Ihren Feuerkasten. Bitte, lassen Sie mich das übernehmen! Herr Oberst! Ich teile hier die Freiwilligen ein. Artyom wird das machen. Danke. Freiwillig melde ich mich eigentlich nicht. Weil er schuld ist und es wieder hinbiegen muss. Archon, spring rüber, sobald wir langsam sind. Ich werde sie sehr bald ablenken. Sind Sie das, Jakob? Ja, also lassen Sie den Scheiß, Miller. Sie können nirgends hin. Sie sind nie hier draußen gewesen. Hier schon. Wir wollten nicht weit weg. Nur ein wenig aus der Stadt heraus, bis die Aufregung nachlässt. Und ihr habt einfach das Feuer eröffnet. Lasst ihr uns gehen, wenn wir anhalten? Ich muss sie verhaften und vor Gericht bringen. Ihnen sind die Anklagepunkte bewusst, nicht wahr? Fahnenflucht, Hochverrat. Soll das ein verdammter Scherz sein? Ich, ein Verräter? Sagen Sie mir, was hatten Sie mit dem Zug vor, hä? Nur eine Spendtour? Nein, darauf gibt es nur eine Antwort. Sie wurden gekauft und flüchten zurück zu ihren Auftraggebern. Das Urteil ist also bereits gefällt. Es wird nicht einmal eine Gerichtsverhandlung geben. Lassen Sie die Scheiße! Was haben Sie da? Karten? Verteidigungspläne? Wollen Sie sich mit Ihrem Leben einen Ruhestand am Meer erkaufen? Sie verdammter Kröppel! Pläne? Hochverrat?
Gehen wir mal gucken. Seit Jahren haben wir euch geholfen, ohne Fragen zu stellen. Wir haben unser Blut dafür vergossen. Sie haben Verrat begangen. Sie haben uns vernichtet und sie... Ich bin mein ganzes Leben Soldat gewesen. Juhu. Mein Leben habe ich meinem Volk und meinem Land gewidmet. Aber ich will verdammt sein, wenn ich es an Parasiten wie euch vergeude. Ja, ich würde sagen, das ist eine gute Stelle für die nächste Runde. Ich hoffe, bis hierhin hat es euch gefallen. Und deswegen würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.